Hallo, hier ist Markus Kreetz. Kommunikation, mein Podcast, wird sogar gesponsert von meinem Lieblingsbier, dem besten Bier der Welt, König Pilsener. Prost! Läuft das Band? Jo, hier, Kommunikation, mein kleiner Podcast. Und es gibt Menschen, wo man weiß ganz genau, wenn man sich irgendwo trifft, man freut sich, weil man sich mag. Barbara Ruscher ist heute hier. Hi. Das haben wir schön gesagt. Ja, aber es ist ja tatsächlich so. Erstmal danke, dass du hier bist. Bei dem muss man ja auch dann immer wieder rein. Hier, Köpi, mein Sponsor, aber ich trinke es auch gern. Erstmal Prost. Schön, Prost, dass du hier bist. Du kannst ruhig mit Wasser sonst anstoßen. Auch, sonst auch, aber man muss ja auch mal Pausen machen. Wir haben ja noch spät. Barbara, wie geht's dir? Super. Weißt du, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben? Geburtstag Thorsten Sievers. Richtig. Im Nachhinein nochmal herzlichen Glückwunsch. Das war vor 3 Jahren oder was? Nee, so lange ist er, glaube ich, noch gar nicht. Nee, nicht. Und so alt ist er noch nicht, wenn du das jetzt siehst, ist er direkt ich schickig. Weiß, er ist damals 60 geworden, war, hat, ja, hat sich gut gehalten. Ne? Aber da haben wir lange gequasselt und es ist das tatsächlich stimmt. So. Man sagt ja immer so, ja, wenn die da auf der Kamera sind, dann labern die. Aber es ist tatsächlich so, wir freuen uns, wenn wir uns sehen. Absolut. Ne? Wir sind auch 2-3 Mal zusammen aufgetreten und hatten immer sehr viel Spaß hinten und konnten uns über die anderen, die den Job ernst nehmen, sehr kaputt lachen. Das stimmt, da hast du recht. Da war immer eine Base da. Irgendwie war man so da, sagt. Aber wenn wir auf der Bühne sind, funktionieren wir. Das ist immer wichtig. Nur, ja. Was machst du im Moment? Ja, was machst du im Moment? Ich schreibe Kolumnen für WDR 2 und Hör das meistens. Kann man ja nicht auf die Bühne. Ja? Hast du Autokino gespielt? Ich habe eins gespielt. Ich wollte das auch nicht so gerne und ich habe gedacht, aber die eine Erfahrung will ich mit vor der Garage. Aber weißt du was, das war dann aber Hardcore-Autokino, weil das war dann auch noch mittags in gleißender Sonne. Ja. Also von der Stimmung her, keine Beleuchtung, keine Abendstimmung. Wo die Leute nur geparkt haben und sind abgehauen und haben Eis gegessen. Ja, die hatten Spaß, aber ich hatte keinen Spaß, weil das war einfach... Ich habe 9 Stück gemacht. Steh da mal in der Hitze. Ich habe Sonnenbrand gekriegt. Ja, zu Recht. Ohne Scheiß. Ja, ich habe 9 Stück gemacht und manchmal war auch Hubverbot. Dann hast du ja gar keine Reflexion. Geht gar nicht. Ja, wobei du, wenn die ihre Fensterscheiben ein bisschen aufmachen können, dann geht's ja noch. Dann kriegst du mal ein bisschen was mit. Es ist aber trotzdem skurril. Nur haben wir ja jetzt wieder, bald kommen ja die kalten Monate und so wie es aussieht, dürfen wir ja immer noch nicht auftreten. Nee. Was machst du in der Zeit? Schreibst du jetzt nur Kolumnen? Schreibst du ein neues Programm? Ich war enttäuscht, muss ich sagen. Was, von mir? Und zwar habe ich dann mir eine CD geholt, da stand nackig drauf, bis hierhin. Nichts zu sehen, nur bis hier. Das ist doch Jahrhunderte her. Aber die CD ist gut. Das ist ja eher, danke. Das ist aber man geht ja mit dem anderen, ich kaufe mir ja keinen Playboy, weil ich da drin das Rätsel machen will. Aber es ist interessant, dass du dir eine CD kaufst, wegen dem Wort nackig, ist aber auch sehr interessant. Nein, es ging natürlich darum, dass wir uns kennengelernt haben. Und ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch keine eigene CD, glaube ich. Auf jeden Fall, ich hole mir sehr gerne CDs von Leuten, denen ich gerne zuhöre. Und da gehörst du zu. Fand das Programm Weltklasse. Wie gesagt, war vom Cover ein bisschen enttäuscht. Aber jetzt in der ganzen Zeit, wir kennen uns sehr, sehr lange, jetzt machst du zum Beispiel im Moment eine kleine Pause und so weiter wegen Corona. Warum machst du eine Pause? Warum finden wir alle nicht ein Schlupfloch? Wo man sagen kann, WDR 2 hast du jetzt gesagt. Ja, immerhin. Ne? Aber es gibt doch, es muss doch was geben. Also ich bin halt bei WDR 2, ich bin da ganz froh, das ist ja auch jetzt nicht jeden Tag. Ne? Ja. Aber man bleibt so am Schreiben und am Denken. Das ist ja jedes Mal was anderes, was Aktuelles. Also aktuell, also immer Trump. Eine Satire. Nee, jetzt hatte ich was zu dem, dass wir nicht auftreten dürfen, aber verkaufsoffener Sonntag ist. Ja. Also das lief heute Morgen. Das stimmt. Sollten wir nicht alle beim verkaufsoffenen Sonntag auftreten? Ja. Dass man und das ist ja wirklich durch so geplant. Ein Einkaufsviertel geht und da, ach guck mal, der Bart. Nee, ist ach, wirklich der Bart. Die Ruscher, der Schröder. In der Boutique. In der Herrenboutique. Nee, aber es wäre eine Gegendemo. Wir haben ja so einen Aufruf auch mal gemacht und so weiter, aber es kommt nichts entgegen. Es wird nur gesagt, nee, mach das nicht. Nee, aber nicht, und vor allen Dingen auch, selbst bei den verkaufsoffenen Sonntagen ist das eigentlich so geplant, dass es da auch immer Bühnenprogramm gibt in den vielen Fädeln und so im Stadtviertel. Und Köln muss doch alles total leiden. Du bist nach Köln gezogen, gebürtige Rheinbacherin. Ja, boah, kennst du das? Wo liegt Rheinbach? Sag es allen. ich kläre dich mal auf. Das ist ja ein Allgemeinwort. Weißt du, es ist ja wie pass auf. Neudorf gibt es, glaube ich, 18 Mal in aber es gibt ja auch Rheinberg, ne? Das ist ja im Niederrhein, aber ich komme aus der Voreifel.
Ja. Das ist zwischen Bonn und Euskirchen. Die sind ja, die Eifel ist ja bekannt für Humor. Ja. Ja, ja, wirklich. Ja, ich war da meine Was willst Klinik. Du anders machen? Nein, aber nein, ich war mal in, auf einer Hochzeit in, boah, wie hieß der Ort? Da war eine Burg oben. Und da wurde geheiratet, da war ich eingeladen. Mohrenhofen. Ja, war aber auch mit M, M-A vorne, aber ich komme nicht drauf. M-A jetzt, vorne. Ihr könnt was gewinnen. Wenn Monschau. Monschau M-A, ja, stimmt. Ja, Monschau. Ich will jetzt Maßhof sagen, aber er war in der Richtung. Monschau mit M-A Manderscheid. Ich weiß, Manderscheid. Ja, ehrlich jetzt? Da haben wir Burg Manderscheid. Ich bin hier am Wühlen. So heißt, ich kann nichts mehr gewinnen, Frau Huscher hat hier. Du kriegst ein Kartenspiel, hast du ja, gewonnen, habe ich mit. Super. Ja, ja. Ja. Aber in der Eifel ist jetzt, ich jetzt auch, jetzt, ich bin in der Eifel noch nie aufgetreten, glaube ich. Nee? Gibt es da Orte, wo man auftreten kann? Ja, da gibt es natürlich auch Stadthallen, wo so ein Markus Krebs auftreten könnte. Mhm. Gehört Euskirchen aber auch kleine, zum Sauerland? Da, ich mache da zum Beispiel manche Vorpremieren zu Eifel? Auch. Euskirchen gehört zur Eifel? Nee, nee. Ja, so am Rand. Jetzt kriegen wir Zuschriften. Ja, jetzt geht's los. Jetzt schreibt uns endlich mal einer. Wir haben nichts mit der Eifel zu tun. Genau. Nein, aber was auf der Eifel? Nee, ich komme ja auch aus der Voreifel, ne? Voreifel. Voreifel, ja. Da waren wir immer sehr stolz drauf. Ja, ist genauso. Bei uns wohnen alle, die aus Hochfeld kommen, im Dellviertel. Sagt dir nichts, nee. Aber man will Hochfeld nicht so gerne wohnen so, und man nennt es Dellviertel dann. Deswegen. Das gehört dann mehr zur aber Stadt, du, aber kommt hier. Aber du, das war ganz cool. Wir hatten, also das ist zwar eine Kleinstadt, 22.000 Einwohner damals, ja. Aber wir hatten ein Kino. Wir hatten drei Gymnasien, wir hatten ein Wellenbad, 22.000 die Bundeswehr Leute und drei den Gymnasien. Hardcore-Knast. Du hast 1988 abgeschlossen. Jo. Musst du das jetzt hier erwähnen? Ja, genau. Ja. Abgeschlossen. Abi gemacht, meinte damit. Sie war damals Hausmeister. Genau. Und hat sie abgeschlossen. Ich habe mein Heroinstudium abgeschlossen. Nur Heroin spaziert. Jetzt, wie langweilig muss ein sein, um Saxophon zu lernen? Oh Gott. Wieso? Ja, ich weiß, es ist schwer. Es ist wirklich schwer, Saxophon zu spielen. Allein aus einer normalen Trompete einen Ton rauszuholen, ist nicht jedermanns Sache. Da bin ich lieber der Karnevalist, der eine Tröte hat. Aber Saxophon ist noch eine Nummer drüber. Nee, und Altsaxophon. Nein, anders. Wo ist der Unterschied? Altsaxophon ist. Das eine ist ein Holzblasinstrument, das andere ist ein Blechblasinstrument. Um jetzt mal, ich bin ja Lehrerin, ja, ne? Also nicht gebürtige, Lehrerin. Nein, für welche Fächer? Deutsche Musik. Mhm. Und naja, das ist ein Religion ganz und Ansatz. Sport hat mir mal jemand. Ja, das ist auch geil. Katholische Religion und dann auf die Bühne. Gibt es einige immer, Kollegen. Sie wusste, wie es geht, die durfte aber nicht. Aber, du bist in Stimmung, das ja, ist ja, schön. Ja, ja, jetzt kritisiere mich so viel, dass ich niemanden zum Aussprechen lasse. Barbara, ja. Wie geht's dir? Das ist aber auch schön. Hast du dir dann angewöhnt zu fragen und dann erstmal so wegzugucken? Nein, man, damit, du damit sagst, du auch wirklich du sagst nicht irgendwie ins Mikro nur, das finde ich total irgendwie spannend. Ein Wort und dann habe ich schon wieder da irgendwie so, jo, ja, man hat ich Ideen, esse ne? auch gern Pudding. Weißt man du so? Ne? Ja. Ja. Worum geht dein aktuelles Programm, wenn du auftreten dürftest? Ja, also... Nackig ist vorbei. Nein, das ist schon danach kam vorbei. Noch ein, das habe ich auch. Mir fällt aber der Name das nicht Das hieß ein. Übrigens Nackig, der Kampf ums letzte Hemd damals. Das muss er natürlich dazu sagen. Das hieß so ja nicht einfach nur Nackig. Das wäre ja... Ich hatte Nackig, da nackig hörst du auf zu ihm. Lesen. Da kaufst du dir eine CD. Der, ich habe aber Toll. Noch eine zweite CD, die ist noch gar nicht so alt. Ekstase ist nur eine Phase? Richtig, richtig. Ja. Was war erfolgreicher? Ja, die CDs sind ja eh... Da Nein, kann die, man Tour, jetzt, die Tour, die ich Tour. Über die Tour. Ja, die Tour. Irgendwie ist das immer gleich bei mir, komisch. Immer Eifel. Immer irgendwie, meine drei Eifelorte und fertig. Ja, ja, das muss auch reichen. Ne? Nein, aber tatsächlich, Winter irgendwie ist es... mal wieder Eifelwechsel. Ist es irgendwie so gleich bleiben tatsächlich. Ja. Also. Ich, bei mir, ich weiß ganz genau, alles klar, Literatur unter Betäubung, damit fing ich mal an, Hocker und so weiter. Ja. Ich weiß aber auch, wie sich das vergrößert hat. Ja. Und weiß aber auch, wie ich jetzt durch die Corona-Phase mich auch wieder verkleinere und trotzdem nehmen wir Videos dann auch, weil es aber auch Spaß macht, dieses, wir sind ja in mehreren Mixshows auch aufgetreten, diese 70, 80 Leute, das ist ja schwer manchmal, ne? Und die kommen auch nicht wegen dir, die kommen wegen allen. Stimmt. Ne? Das ist manchmal sehr, sehr schwer. Total. Bist du da als, man kann ja sagen, Kabarettistin, ne? Du zählst dich nicht zu den Comedians, ne? Doch, ich bin ja da dazwischen, also ich mag ja. Ich habe gerade was Neues gehört, sie ist Comedian. Also, ich will ja im Grunde, ich sag mal, mit Niveau gut unterhalten, so könnte man sagen. Es ist tatsächlich, man muss ja auch nachdenken bei dem Programm manchmal, aber der Humor ist ja tatsächlich sehr, sehr spitz. Und bei mir ist ja auch, viele sagen manchmal zu platt oder irgendwie so weiter, aber die Leute kommen ja auch deswegen. Und ja, die lachen ist sich ja halt komplett kaputt und das ist wichtig. Guck mal, wo wir sitzen an der Theke, das ist ja absolute Thekenhumor. Absolut. Ja?
Wie bringst du das in, wir sind auch schon zusammen in Kneipen aufgetreten, wie bringst du das Leuten in der Kneipe bei? Ja? Na gut, du musst natürlich, also was verrückt ist, manche sagen immer, da kannst du gut Nummern ausprobieren. Das finde ich ja immer überhaupt nicht. Das ist tatsächlich so. Ich finde, ne? Nummern probiere ich im Programm aus, nach der Pause. Wer ist am besoffensten? Ne? Du. Der Wirt. Wenn du irgendwo auftrittst, ist der Wirt immer voll wie ein Eimer, weil der nervös ist, weil das stattfindet. Hast du recht. Sie hat noch nie aufgefallen. Ist genauso, wenn du in der Halle auftrittst, ist der Hausmeister der wichtigste Mensch. Das stimmt. Ja? Ohne den kommst du nicht an deinen Schlüssel. Der schließt dann auch schon mal gerne um 10 ab. Ich habe auch gerne mal einen 100er hinterlegt, weil der nicht glaubt, dass ich ihm den Schlüssel wiedergebe. Ja. Ja? Ich sage, da draußen sitzen gerade, was weiß ich, 3000 Leute. Und glaub mir, ich gebe dir den Schlüssel. Bei mir auch immer 3000. Ja, ja. Ja, ja, die ist halt ein Stadion, die haben die so hingesetzt, weil voll aussieht. Also, ist klar. Ja, das ist ja im Moment auch verrückt. Da gehst du ja aus einem normalen Saal, wo du vor 200, 300 spielst, ja, gehst du dann in einen 900er Saal, um dann da vor 70 zu spielen. Ne? Das ist, also es ist irgendwie komplett Panne, ja, gerade alles. Es, ne? Man muss auch sagen, so wie sie sitzen, können sie sich nicht gegenseitig auf die Schulter klopfen, wenn einer gut war. Das ist tatsächlich für mich schwierig. Die jetzige Zeit ist, wenn du da Gags reinbringst und so weiter, dann... Ne? So. Ja, wobei, die sind so dankbar, finde ich. Und also, es gab Auftritte, aber wir haben eine Biergartentour gemacht. Die war klasse. Die war klasse. Wann denn? Im Sommer. Hat gepasst. Nein, aber ich meine jetzt diesen Sommer. Ja, dieses Jahr, ja. Der, im Sommer hatten wir wenig Corona. Okay. Ja, tatsächlich. Es fing wieder an, wo die immer gesagt haben, die Kälte kann Corona nicht ab. Doch, scheinbar ist dadurch wieder schlimmer geworden. Aber wir haben Juni, Juli, August, der Urlaub ist ausgefallen. Ja. Dafür haben wir eine Biergartentour gemacht. Die hat Spaß gemacht. Super. Ja. Warum machst du das? Open Air wäre cool. Ja. Ja, ja, ich hatte auch Open Air Auftritte auf jeden Fall. Das war super. In der Eifel? Rösrath, ja. Zum Beispiel. Wer kennt Rösrath nicht? Stuttgart. Nee, also Dortmund war schön auch. Ich war in Rösrath vorgestern. Ja. Ja. Ernsthaft? Ja, Tierschutzteam Europa, Managerin, Rösrath. Nee. Da haben wir damals bei, damals vor zwei Tagen, wie heißt der Möbelort? Höfner. Haben wir Lose verkauft und alles zugunsten des Tierschutzteam Europa, weil die Hunde aufnehmen da und so weiter. Und dann haben wir auch vor Ort gedreht. Da war ich in Rösrath. Super. Weißt du, wer da mal gewohnt hat? Anke Engelke hat mal in Rösrath gewohnt. So, und ich habe da mal ein Referendariat gemacht. An der Hauptschule. An der Hauptschule Rösrath. Ja. Und danach bin ich auf die Bühne gegangen. Ich lasse die Säcke knallen. Ich sehe mal eben hier. Erzähl weiter, was hast du da gemacht? Du lass laufen. Hast du da was gesehen, was du beim Gymnasium nicht gesehen hast? Ja, sicher. Weil ich hatte mal eine Lehrerin, leider schon verstorben, die hat in der Hauptschule damals, ich war ja mal auf der Hauptschule. Ja. Und da weißt habe ja, wovon ich spreche. Habe hinter alles nachgeholt. ich war wirklich eine faule Sau und bin dann von der Realschule runtergeflogen, habe nochmal 2 Jahre Hauptschule gemacht und bin dann erst Handelsschule, höhere Handelsschule und so weiter. Hat sogar studiert dann mal zwischendurch. Aber sie hat gesagt, sie ist von der Hauptschule zum Gymnasium gewechselt und sie hat gesagt, das war schwieriger. Auf der Hauptschule waren normalere Menschen. Ja? Ja, das hat sie gesagt. Super. Bei Gymnasium sind sehr viele, die irgendwann mal vor eine Schleuse geschwommen sind oder irgendwie sowas, die sehr viel nachdenken, richtig? Ja, naja, vielleicht hat sich da auch einiges verändert. Also bei mir war es damals schon eine harte Schule, muss ich gestehen. Bist du ein Fachidiot? Was bin ich? Gymnasium sind Fachidioten. Der eine kennt sich in Mathe aus, der kann dir genau erzählen, wie viel Bier du getrunken hast. Der weiß aber, nicht, wie es schmeckt. Bist du ein Fachidiot? Weißt du? Also ich habe schöne Betonung. Okay. Barbara. Ja, ich bin ein Einfachidiot. Ja? Ja. Nein, da hast du dich in der Schule, sag ich mal, für etwas mehr interessiert, was ja jeder macht, aber das andere so an eine Seite geschoben, dass du hinterher Probleme hattest. Oh, das brauche ich aber für die Prüfung. Mathe zum Beispiel, ich hasse Mathe. Nee, eigentlich nicht. Nee, hast du alles gekonnt? Geschichte? Nee, ich habe natürlich nicht alles gekonnt. In meiner eigenen Schulzeit meinst du jetzt? Ja, ja. Nee, bist du verrückt? Quatsch. Geht, sonst würde ich den Job nicht machen. Nee, da gab es natürlich Vorlieben. Klar, ich meine, ich habe ja dann Musik und Deutsch studiert, das waren dann auch meine Lieblingsfächer, aber ich habe zwar Mathe Deutsch, gutes Abi gemacht, aber das lag nur daran, Deutsch Lieblingsfach, dass ich nicht so einen guten Lehrer hatte dann. Ich hatte vorher 4 gestanden, hast du Latein auch gelernt? Pflicht 1 gestanden, also das kommt auf das Erklären. Hast du Latein? Latein habe ich gelernt, Französisch, wofür? Russisch. Sag mir wofür. Ja. Und damit ich Blumen bestimmen kann. Nein, mit ihrem lateinischen Namen. Dass du Arzt oder Anwalt wirst, sonst brauchst du nicht. Latein ist nicht umsonst tot. Ne? Aber ich sag mal, ich habe durch Asterix-Hefte Latein gelernt. Ja, geil, oder? Ja, natürlich. Ilea Jacta ist.
Ja, lass dir den Kaffee schmecken. Ich trinke hier nochmal aus meiner Heimatstadt König Wilhelm. Ach, herrlich. So. Hab ein bisschen geschlabbert, mach hier wieder sauer. Was hast du jetzt in nächster Zeit vor? Ja, das ist außer eine gute Biergärten Frage. Und Autokinos. Also neues Programm. Ich habe auch Premiere Herbst 21. Ja. Das heißt, irgendwann demnächst fange ich auch mal an zu schreiben. Es ist ein bisschen schwierig, finde ich, weil ja diese Corona-Blase alles überwabert. Ne? Also irgendwie jetzt andere Themen zu schreiben. Man weiß nicht, was morgen ist. Du weißt überhaupt nicht, das ist schwierig. Ich finde das auch bei den Kolumnen sehr schwierig. Ich schreibe also dreimal länger an den Kolumnen als sonst. Weil sich in den Stunden, wo du schreibst, sich alles ändert. Nein, weil es auch permanent, also jedes Thema wirkt auch anders über diese Corona-Depression, die hier so über Deutschland wabert. Ich weiß auch nicht. Hast du die, empfindest du die auch so? Oder ist man nicht manchmal froh, dass Leute bei mir geht eine Maske das so in Wellen. Aufhaben? Nee, da bei manchen Leuten ist ja doch so, ach guck mal, der hat eine Maske auf, jetzt geht's. Ach so, nee, Quatsch. Nee, ist fürchterlich. Aber ist bei mir ist es natürlich so, ich arbeite ja immer wieder auch am neuen Programm und ich bin dann gerne auch mal für mich, außer meine Katzen, und versuche das mit Jackie, meiner Freundin, so ein bisschen abzusprechen. Aber manchmal denke ich so, das ist eine Pause, die ist befohlen, die musst du durchhalten. Schön. Die ist befohlen, ist aber auch sehr schön. Ja, Frau Merkel, ich hab die Angie angerufen, die hat gesagt, Angie, was ist los? Sag, Marco, es geht nicht. Nee, geht nicht. Ne? Hast du gesagt, okay. Ja, gebe ich so weiter im Podcast. Ja. Aber wir hatten zum Beispiel mal eine Sendung, die Witze-Arena, wo wir übrigens Barbara Roscher nicht eingeladen haben. So. Warum nicht? Ja. Kam da an, ich weiß gar nicht, ob eine Anfrage war. Immer aber nur saufen mit mir, ne? Wärst aber du in dieser Sendung, was ist mit dem allgemeinen Witz? Hast du ihn drauf? Ich habe Witze, mache ich privat. Wir sind hier privat. Meinst du, dann guckt sich einer an. Was ist dein Lieblingswitz? Hauen raus. Mein Lieblingswitz ist unheimlich versaut. Ich kann den überhaupt nicht eigentlich. Der wir haut schalten um. Jetzt das Piepsgeräusch. Das ist geil. Frechen Fisch. Das Piepsgeräusch kommt dann immer rein. Wenn du zum Beispiel Fotze sagst, hört man das. Ja. Ach so, ja? Ich bin gespannt. Ich werde es mir angucken. Okay. Wie ist der Witz? Mein Witz ist, sagt der Hase zum Schneemann, Möhre her oder ich föhn dich. Der ist so versaut, ist der eigentlich nicht? Ja, ich dachte. das ist mein Lieblingswitz. Geht? Aber es sollte auch vielleicht privat bleiben dann, wenn dann. Deswegen erzähle ich keine Witze auf der Bühne. Nein, es ist, ich hatte ja mal, man hat ja auch gedacht, man ist Comedian. Und irgendwann hast du aber mal so, weil du gerne Witze erzählt hast, so eine Top 5 deiner Witze dann mit auf der Bühne gemacht. Das ist jetzt Bestandteil des ganzen Programms. Und viele kommen auch nur wegen den Witzen. Wenn einer zu mir sagt, der ist Witzeerzähler, beleidigt er mich eigentlich nicht. Mhm. Weil ich dann so eine Theke auch machen würde. Ja. Aber es gibt natürlich auch die Menschen, die nur, ist der Witzeerzähler, die also noch nie beim Programm waren, wissen nicht, dass es überhaupt Programm gibt, dass echt? Da auch eine Geschichte. Ernsthaft? Ich habe manchmal Programme, ich habe ja auch so ein Heft dafür, ARD, ZDF, ich habe alles zu Hause. Nein, aber für mich selber ist das so, ich denke mal so, mein Gott, kommt doch mal da hinten, dann seht ihr, da ist noch mehr zu holen. Was gibst du diesen Leuten, wenn die sagen zum Beispiel, du machst nur politisch oder du machst Frauenhumor oder irgendwie sowas, die noch nie bei dir waren, was sagst du denen? Ja, das ist zum Beispiel, das ist echt schwierig, weil deswegen die Frage. Ja, weil ich so viele verschiedene Themen habe und auch noch verschiedene Arten, die darzubieten. Also ich mache ja 80% Stand-up, aber ich mache ja auch Songs am Piano. Boah, du kannst Klavier spielen, ne? Und habe was zu einem Playback und so, dann ist es so ein bisschen, dann denken manche, ach, die ist Musikkabarettistin, bin ich überhaupt nicht. Ja, mal abgesehen, weil dass du keine Haare verlierst, so wie ich. Aber du kannst Klavier spielen. Boah, ich würde so gern Klavier spielen können. Ja, dann üb. Damals. So einfach ist das. Mein Gott, und ich denke immer, was mache ich? Ich habe hin und her gedacht. Kannst üben, du kaufen, dran setzen, lernen. Es ist bei mir so, wenn ich eine Sache habe und kann die nicht sofort, tue ich sie zur Seite. Ja, es ist natürlich auch ein langwieriger Prozess. Zum Beispiel Schlittschuh fahren. Ich konnte sofort Schlittschuh fahren. Da fahr doch Schlittschuh auf der Bühne. Ja, aber das hört ja keiner. Doch, wenn ich so bremse. Aber der Knacki Deuser, der hatte doch mal so eine Rollschuhnummer auf der Bühne. Knacki Deuser joggt. Ja, aber der joggt, aber der hat so eine Rollschuhnummer. 150 Jahre alt und joggt. Bist du mal im Nightwatch aufgetreten? Ja, natürlich. Natürlich. Im Alten oder im Neuen noch? Im Alten. Im Alten, im Alten also, und im Neuen. Nee, also ja, mit der Bahn hinten auch. Ja, nee, beides. Ja. Beides, ja. Ist immer geil, wenn hinten ein Straßenbahn durchfährt. Aber das Geilste war ja der alte Waschsalon hier im Brüsseler Viertel. Ja.
mit dieser Umkleide mit 8 schwitzenden Kollegen in ist einer als Frau bestimmt ganz angenehm. Feeling. Ja, das war heute so, kommt zum Beispiel noch Achim Männer, Knorr, ne? Der war, den kennst du bestimmt daher ja, auch noch. Ja, der kommt heute auch noch. Ja, und den habe ich auch tatsächlich durch Nightwash, sag ich mal, aufgenommen. Aber es gab immer einen, und mir fällt schon wieder der Name nicht ein. Es gibt, du kennst Leute und dir fällt der Name nicht ein. Der Typ ich habe gedacht, das ist der brillanteste Comedian, den es jemals gab. Er hat zum Beispiel eine Nummer gehabt, dass er am Fernseher was erzählt, weil er nicht konnte. Gibt's und kommt aber dann rein und redet mit dem Fernseher. Oder lässt sein Mikrofon leise und du hörst, was er denkt. Du meinst Gregor Mönter? Boah, ist der gut. Boah, ist der gut. Was ist mit dem? Der ist ja auch Kölner, ne? Ich glaube, der spielt nicht mehr, oder? Macht der nicht mehr? Der also keine ganzen Programme. Also ich weiß gar nicht, ob der noch überhaupt... Also ich glaube schon, dass der noch irgendwas macht in dem Bereich, aber vielleicht eher hinter den Kulissen, glaube ich. Der war der Stärkste. Der war gut, der hatte Ideen, die waren Weltklasse. Das stimmt. Das hat so einen Spaß gemacht. So, dann erzählt der so, ja, und noch einen. Und dann erzählt der so Witze und alle denken, was ist mit ihm? Dann drehen die das Mikrofon leise und du hörst, was der denkt. Ja. Boah, was esse ich heute? Ja. Spinat habe ich lange nicht mehr gegessen. Aber er labert die ganze Zeit weiter. Ja, super. So, das ist brillant. Ja, ne? Wo ich mich selber ärgere, sage, so, warum erzählst du eigentlich nur Witze? Mach doch mal sowas. Ne? Was ist mit dem Kinofilm? Ich drehe einen Kinofilm. Willst du mitmachen? Natürlich. Gut. So, das war's von uns. Es geht auch um Sexszenen. Ja, da bin ich sofort ganz mit weit. Mit Achim Knorr. Ja, mit Achim Knorr. In einem kleinen Waschsalon. Habe ich mit Achim jetzt wieder was zu sprechen? Mit Achim und ich, wir stehen ja regelmäßig sonntags morgens um 8 am Fußballplatz, weil unsere Töchter beide in der gleichen Mannschaft Fußball spielen. Mhm. So kommt es nämlich. Früher haben wir bis 2 Uhr nachts und irgendwo hier Nightwatch. Jetzt kommt die Werbung irgendwas für den Verein. Warum sagst du das denn nicht? Ja, so wie heißt das der Verein? Der Verein heißt DJK Südwest. Ich habe bei DJK Aachen in Duisburg gespielt. Deutsche Jugendkraft. So. Deutsche Jugendkraft. So heißt das DJK. Ja. Wusstest du doch gar nicht. Deutsche Jugendkraft. Es heißt Deutsche Jugendkraft. No, so. Es ist so. Es ist eine kirchliche Sache eigentlich. Natürlich. Wir beten auch immer. Bestimmt. Wir gehen sofort. Ich bin deswegen auch ausgetreten, weil der Verein kaputt ging. Dabei alles. Aber in welcher Aber lustig, ne? Was? Dass ihr in einer Mannschaft spielt? Ja, das ist lustig. Nein, das du und Achim ja, wir, das Achim und ich in einer Mannschaft. In derselben Mädchenmannschaft spielt. Du, wir haben aber tatsächlich schon zusammen gespielt. Bei uns im Tor Knackidäuser heute. Ey, das stimmt aber wirklich. Wir haben tatsächlich schon, die haben dann so ein Mannschaftskicken von den Mädels da gemacht. So. Gegen die Eltern. Okay. Weißt du? Und da haben wir tatsächlich, ich habe noch nie vorher Fußball gespielt, aber war sehr lustig. Hast du ein Tor gemacht? Ich fand es sehr lustig, ja. Ja. Natürlich. Als Torwart? Ich wusste, dass sowas Gemeines jetzt hinterher. Nein, weil meine Mutter war auch, wir haben natürlich auch die Kinder gegen die Eltern gespielt und meine Mutter war im Tor und mein Onkel Wolfgang hat ihr immer ein Schnäpschen gereicht, während sehr sie im schön. Tor ist sehr und schön. Sie wusste dann nicht, welchen Ball sie halten sollte. Welchen Ball sie halten von und da gab es natürlich den Rocky-Film immer so, ich sehe ihn zweimal, nehm den in die Mitte, wo ich dann bis heute nicht verstehe, wie man bei zwei Leuten den in die Mitte nehmen konnte, aber da gibt es in dem Rocky-Film. Ich dachte Eigentore. Eigentore gibt es immer, ja. Jetzt musst du aus der Nummer reinkommen, das so, ist dein Eigentor. Genau. Barbara, was machst du eigentlich beruflich? Podcasts mit Markus Krebs. Also du lehrst noch, immer noch, du hast immer noch Lehramt? Was? Nein, bist du Warum verrückt? Denn nicht? Nein, ich bin dann direkt es sind schwere auf Zeiten. Die Bühne gegangen. Nein, um Gottes Willen. Man will doch nicht Lehrer. Jochen Malzheimer war auch Lehrer. Ja, hast du Jochen mal kennengelernt? Viele. Ja, sicher, natürlich. Ja, was ist denn sicher? Ich habe noch nicht kennengelernt. Was? Ich höre die CDs rauf und nein. runter. Ich habe den 200 Mal eingeladen. Der so, nein. Der Krebs, ne, der erzählt nur Witze. Nein. Ich weiß gar nicht, warum das nie zustande gekommen ist. Aber er ist mein Hero. Mal abgesehen von Gregor Mönter, absolut. Ist er der absolute, vom Wortwitz, es geht gar nicht besser. Ah, ja. Ja, was er dir für Sachen um die Ohren haut, wo ich denke, das geht gar nicht. Das muss er vorlesen, weil man sich das nicht so denken kann. Das stimmt. Ist er in Ordnung? Sei ganz ehrlich. Der ist super. Ja? Der ist ein super, super Kumpel, Kollege. Es ist ja immer so, dass man von manchen Leuten tatsächlich Respekt hat, wenn man sie kennenlernt. Ich habe Jung von Lippe auch erst vor kurzem kennengelernt. Ja. Und bin einfach nur froh, dass der in Ordnung war. Kennst du das? Ja. Wenn du einen liest und dann ist er ein Arschloch und denkst so, Am schlimmsten finde ich ist, wenn du so eine Radiostimme im Radio, wenn du immer denkst, der ist so eine schöne Stimme. Und dann lernst du ihn kennen. Und dann kennen, kommen die dann beiden um die Ecke. Arrogantes. Ja. Ne? Da ist ja, die denken auch wirklich, bei manchen denke ich so, welches Pulver wurde von denen erfunden, was AIDS heilt? Ja. Ne? So, die kommen und so, wir nennen hier keine Namen, wir reden ja nur über Leute, die sympathisch natürlich. Sind. Barbara natürlich. Und Markus. Natürlich. Ja?
Aber es klingt eigentlich gut. Wir könnten als ein Schlager. Barbara und Markus wäre doch eine RTL 2. Lass uns ein Schlager-Duo machen. Barbara und Markus. Ja, genau. Barbara und Markus. Die schwarze Barbara. Im Dirndl oder so. Und im ich weiß, mein Maserati. Mein Maserati, genau. Finde ich eine gute Idee. Natürlich, die schwarze Barbara im Blond heute. Schade. Sie hat sich gefärbt. Ja, das warst du immer blond seit Geburt? Natürlich. Nie gefärbt? Hast du nie dran gearbeitet? Ja, in meinem Alter färbt man sich die Haare nicht. Die wachsen einfach so blond aus dem Kopf raus. Mhm, gut, ja, du Kopf hast. Ja, da kann man nichts machen. Manchmal kann ich mich selber küssen. Er tropft schon wieder im richtigen Moment. Ich kann nicht mehr. Ist auch schön, wenn du dich so gerne magst. Es ist so. Das freut mich, Markus. Zwischendurch ist auch so, wo ich selber sage, oh, der ist gut. Ja, jetzt habe ich aber nicht das Talent, mir das zu merken. Dafür habe ich Mitarbeiter, ja, die dann aufschreiben, Markus, der war gut. Und wem ging der nochmal? So, wie ging der nochmal? Da war irgendwas mit, wo du gelacht hast. Ich auf der Bühne erzähle, ich rede manchmal mit dem Publikum und denke so, das war ein Knaller, Markus. Merkt ihr den? Und deswegen habe ich eigentlich auch das Buch da liegen, gehe aber nicht mehr zurück zum Tisch und schreibe mir das auf, sondern denke, nee, Markus, das merkst du dir, so weit bist du. Ja. Jetzt bin ich aber schon über 50. Ja, ja, da wird alles anders. Ich werfe da keinen Stein. Aber 50 hört sich scheiße an. Ja. Ne? Also auch vom Denken her. Ich denke immer so, nee, brauchst du dir nicht mehr merken, du bist über 50. Wieso? Sorry. Ja, ehrlich? Als Entschuldigung quasi? Um zu erklären, ganz genau, um sich selber zu erklären, warum man sich das nicht gemerkt hat. Das stimmt, obwohl du ja unfassbar viel merkst. Ich meine, was du da alles auf der Bühne erzählst. Was hast du gesagt? Es ist unglaublich, wirklich. Also ich habe wirklich, ne? Also und das hat meine Mutter immer bemängelt, da ich mir nur Scheiße merke. Ja, ich konnte Otto Waalkes rauf und runter. Ja, ich wusste alle, ich konnte Emil rauf und runter. Ja, Heinz Erhardt und so weiter. Ich konnte auf jedem Familienfest hat man gewartet, jetzt erzählt er wieder Heinz-Erhardt-Gedichte. Der sechsjährige Bub. Super. Ja? Warst du früher schon witzig oder warst du privat. Eher so ein bisschen zurück? Nee, privat war ich auch so ein Clown. Du warst früher ja eh privat als Kind. In der Familie. Aber sonst war ich auch ein bisschen dann, schüchtern oder? Auch drumherum. Also in der Schule und so. Ja. Schnell mal einen roten Kopf, aber in der Familie der totale. Hast du nicht aufgezeichnet? Familienclown. Ich weiß was. Ich war schriftlich besser als mündlich. Du warst also kein Klassensprecher. Habt ihr auch den Klassensprecher gehasst? Das weiß ich gar nicht mehr. Wir haben welche aufgestellt als Klassensprecher und dann nicht gewählt. Echt? Weil die waren die Milchtrinker. Das ist die Hauptschule. Alle haben Kakao in eine Pause gekriegt. Kakao war in. Wenn du hart drauf warst, Vanillemix. Hm. Und da gab es immer den einen Milchtrinker. Und der wurde aufgestellt als unser Sprecher. Ach, der Einzige, der das getrunken hat. Richtig, weil man trinkt keine Milch, wenn Kakao da ist. Das stimmt. Das ist ein schönes T-Shirt. Das ist ein T-Shirt-Spruch. Ja, ja. Man trinkt keine Milch, wenn Kakao ist. Das finde ich super. Könnt ihr nicht mehr nehmen. Ja. Ist geschützt. Schade. Barbara, was machst du im Moment so? Ja, das hast du mich jetzt schon ein paar Mal gefragt. Das ist richtig und schön, nicht dass dazu, du. das zu besprechen. Erzähl du doch mal was. Ja. Nein, aber dein neues Programm heißt. Das weiß ich noch nicht, das kommt ja erst im Herbst raus. Das ist ein langer Text. Ja. Aber also das ist ein geiler Titel. Das weiß ich noch nicht. Ich weiß den Programmtext nicht. Mal gucken, was kommt. Oder ich habe es noch nicht geschrieben. Ich kenne den Titel noch nicht. Nee. Jetzt auf Ich kenne den Titel noch nicht Tour. Das ist doch klasse. Aber ist doch wirklich, also schreibst du im Moment schon für Herbst nächsten Jahres? Auch schon irgendwie neu? Immer. Nee, schreibst sowieso immer. Ist tatsächlich so. Wenn ich habe eine Zettelwirtschaft, die ist abartig. Ja, ja, die habe ich auch. Und ich habe eine Handschrift, und dem Handy die Notizen noch abartiger ist. Ja. Und dann stehst du vor diesem Zettel und hinterfragst dich, was du selber gemeint hast damit. Ja, ja. Warum steht da, ich habe einen Knösel als Flügel am Mumpf. Was habe ich denn damit gemeint? Ich schreibe gerade eine Nummer, wo ich eine Krankheit habe, wo ich die Konsonanten, wenn ein Wort einen Konsonanten zum Anfang hat, nicht aussprechen kann. Ja, sehr schön. So, und habe gemerkt, das muss ich auswendig können. Ja. Weil wenn ein Vokal vorne ist und so weiter, ist es relativ einfach. Ja. Aber gerade bei Scheich rauf. Das musst du lernen. Ja. Tatsächlich. Wachst du nicht nachts auf und hast eine Idee? Manchmal schon. Aber, na, ich meine Comedy. Ja. Markus. Bist du in einer festen Beziehung oder ist er noch flüssig? Nein.
wahnsinnig. Hast du seit Nackig nochmal einen gehabt? Nein. Bist du gerade Single? Weil Nikolas, wie heißt der Nikolas, ist auch Single. Ist der alte Prinz Charming? Wolltest du jetzt hier, ist das hier so eine Verkupplungsschirm? Nein, auf Frauen. Wäre das mein Herzblatt oder wie hieß das früher? Nikolas, er war der erste Prinz Charming. Und ich hatte den auch mal im Podcast, aber ich wusste, alle haben das gesehen, nur ich nicht. Und ich wusste nicht, was Analwaxing ist und so ein Blödsinn da. Ne, und so weiter. Jetzt wird es interessant, Markus. Mir das alles erzählt. Nein, wo wir gerade über Beziehungen reden. Wie läuft deine Beziehung? Ja, genau. Und? Bist du gerade tatsächlich Alleinerziehende? Ich bin Alleinerziehende Mutter, ja. Aber dein Kind spielt im... Zwei Kinder. Dein Kind spielt im Fußballverein, da lernt man doch auch Menschen kennen. Beide spielen im Fußballverein. Achim Knorr ist zum Beispiel auch das da. Er ist grau geworden, ne? Ist grau geworden, hat eine sehr nette Frau. Von daher. Ja. Nein, natürlich, hat eine sehr nette Frau. Nee, aber die darf uns nicht erwischen. Man ist natürlich tatsächlich echt unterwegs, ne, mit Kindern, das stimmt schon. Aber das fällt ja auch im Moment flach. Die haben ja auch nichts. Ich habe keine Auftritte, keinen Fußballverein. Ich bin ja froh, dass die in die Schule gehen, ehrlich gesagt. Ja, auch der ganze hier mit die ganzen Wege, die du machst, jetzt zum Bewährungshelfer und so weiter, das ist ja, dann fällt ja alles weg. Ja, hast recht. Ich habe tatsächlich keine eigenen Kinder. Ich habe Kinder, die Papa zu mir sagen, weil ich auch Schweinekohle verdiene. Nein, aber auch, weil ich sie halt mit großgezogen habe. Ja. Aber ich finde das ja immer sehr, sehr bemerkenswert. Ich wollte keine eigenen Kinder haben. Ich habe gesagt, ich habe zu viel Scheiße im Kopf, zu viele Ideen für mein Leben an sich, noch niemals Comedy, dass ich den Kindern das nicht antue. Ich glaube nicht, dass ich da mich so drum kümmern könnte, wie sie es verdient hätten. Ja, das ist wie ja machst du das? Weil du den Job ja vorher Erkenntnis. Schon gemacht hast. Ja. Es müsste eigentlich, du darfst einen Führerschein für ein Auto machen. Du müsstest einen Führerschein als Eltern machen eigentlich. Das stimmt. Sind sie talentiert, ein Kind? Das weißt du vorher nicht. Das weiß man natürlich nicht. Wie bist du damit umgegangen? Kriegst du es hin oder was glaubst du, dass deine Kinder sagen, Mutter, das war nichts? Ich glaube, das wird nichts mehr mit meinen Kindern. Nee. Finden die deinen Humor gut? Nee. Ach doch, die sind 11 und 13. Die schreiben noch Text. Die Fans. Genau. Genau, die geben viel Stoff her. Ja, natürlich. Ja. Aber ohne Witz, ich habe ja zwei Bücher geschrieben und die habe ich tatsächlich aus der Sicht eines früh geförderten Kindes über diese ganzen Elternkosmos und so weiter. Ne? Zwei Romane. Und die sind auch erfolgreich, zum Glück. Aber ich habe mich total gefreut, habe ich gar nicht mit gerechnet. Die habe ich nicht. Und da habe ich natürlich, ja, siehst du mal, guck mal, Fuck the Mörchen, ein Baby packt aus. Da musst du den mal kaufen. Das ist wirklich ein Bestseller tatsächlich. Ne? Da sollst du mal. Ich weiß nicht, wo ich den mal liegen gesehen. Und ich war knapp davor, den zu kaufen. So. Ich wollte aber den Reiseführer über Costa Rica eher, siehste, weil sonst die Tasche zu schwer geworden. Ja, verstehe. Der ist ja auch am Flughafen. So eine Enzyklopädie. Genau, so, und da habe ich natürlich, das habe ich natürlich aus diesem ganzen Kosmos rausgeschöpft. Ja. Ne? Also von daher. Ich bin lesefaul, war ich schon immer. Das gibt es auch als Hörbuch. Deswegen bin ich auch, würde ich nie Wein anbauen. E-Book. Es gibt alles auch zum Hören. Ich kaufst dir doch CDs. Ich würde nie Wein anbauen, weil ich bin lesefaul. Finde ich jetzt gerade für mich wieder total witzig. Hör mal, wir haben die halbe Stunde schon um. Dieses Signal immer, ich hasse das. Ich könnte mit dir 5 Stunden reden. Ja. Hast recht, das machen wir dann. Wann hat der Sievers denn wieder Geburtstag? Na, wenn wir den Kinofilm zusammen machen, dann können wir. Stimmt. Es wird ein Release von Lindenstraße. Sehr schön. Ja, und zwar Tochter Beimer. Tochter Beimer, ja, sehr schön. Du hast aber gerade noch die Kurve gekriegt. Und ich bin von Griechen adoptiert worden und habe das Restaurant übernommen. Sehr schön. Und die haben gesagt, wir brauchen eine Mütze. Siehst du, dass da meine Mütze immer... Aber da muss Köpi ist dann... Das ist Kölsch, ne? Da müssen die in Griechenland auch irgendwie... Aber offiziell ist das ja auch in München gedreht worden. Also ist eigentlich, weiß wer, obwohl es in Köln gedreht worden ist, offiziell läuft die in München. Na, hast du auch wieder recht. Barbara. Ja, es Markus. War ein Fest. Du hast heute noch Termine. Was hast du noch? Ich habe noch Termine. Buntes? Ja, genau. Schöne Sendung. Ich habe noch ein paar Dates. Weißt du, so Tinder-Dates. Du musst Tinder. Ich weiß jetzt schon, seit dem Gag, meine Freundin hat ich weiß noch nicht mal für wen, ein Programm geschrieben. Die schreibt auch für mich mit. Ja, sie hat für jemanden geschrieben. Und bei Tinder darfst du keine Rechts-Links-Schwäche haben. Und das habe ich nicht verstanden. Siehst du, du lachst da drüber. Ich, weil ich das nicht kenne, aber der Witz ist scheinbar richtig gut. Und aber interessant, dass deine Freundin das kennt. Also, Entschuldigung, wenn ich das hier so sage. Sie ist ja, der hat noch eine 19 im Jahrgang davor. Okay. Gott sei Dank.
Markus. Barbara. Es war mir eine Ehre. Hör mal, ich bin immer gerne in deinem Podcast. Also, ja, ne, weil du so viel laberst, man denkt ja. Ich hoffe, kann auch nicht mehr. Ich kann bald, nicht mehr. Bald wiedersehen auf einem schöneren. Nein. dass wir wieder, ob es Thorsten Dieters ist, egal wer Geburtstag hat. Wir sehen uns und wir umarmen uns und wir dürfen es. Ja. Wir dürfen ohne Maske wieder traditionell, dass man sich anfasst und sagt: Guck mal, der ist dick ist geworden. Schöne Plauze. Barbara Ruscher, heute bei mir im Podcast. Schalte dich ab, wenn ihr auch morgen wieder Dr. Bob sagen hört. Das war's von mir. Ciao. Tschüss. Hallo, hier ist Markus Kreetz. Kommunikation, mein Podcast, wird sogar gesponsert von meinem Lieblingsbier, dem besten Bier der Welt, König Pilsener. Prost.